Low-Stress Stockmanship ist eine effiziente Methode, mit Rindern zu arbeiten. Wir haben die gelernt, vor 6 Jahren und wir können so mit Druck und Druck wegnehmen, Distanz und Nähe und Timing Tiere bewegen, treiben. Ein Tier raussortieren und mit dem heilaufen, ein Tier raussortieren und mit dem in einen Anhänger einsteigen auf der Weide. Ohne Panel, ohne nichts. Und das ist doch etwas, wo ich lange gedacht habe, das ist unmöglich. Also am Anfang probieren wir, Tiere in Bewegung zu bringen, dass wir die Aufmerksamkeit haben und dass die in Modus vom Treiben kommen. Wir können nicht einfach in eine grasende Härte rein die Tiere aussortieren. Das würde sie überfordern oder sie wüssten nicht, wer ist jetzt angesprochen und wer nicht. Also wir treiben sie deswegen zuerst mal entweder einmal oder zweimal hin und her. Einfach, dass wir die Aufmerksamkeit haben und die Tiere wissen, aha, jetzt geht es wieder ums Arbeiten. Wir haben es für uns etwas einfacher zu machen, sie mal in so eine Art Ecke hineintrieben, um die Herden mal zusammenzubringen und darüber rein können zu schauen, ohne dass sie weiterlaufen und weiterlaufen, welche wollen wir rausnehmen. Man kann sich solche Hilfsmittel auch einfach zu nutzen machen und sagen, da haben wir eine gute Ecke, wo wir sie können, hinstellen können und nachher auch schauen, welche Tiere wollen wir jetzt. Und wenn sie stehen, ist es natürlich einfacher, auch abzulesen, Ohrenmarken bei den Kalbern, Kühe kennt man in der Regel, welche also jetzt hier bleiben und den einzelnen anfangen zu bewegen. Einmal eine, die wir mitnehmen wollen, in der links überstellen, eine, die hier bleiben sollte, in der rechts, ohne dass man sie schon raustreibt, sondern einfach so ein bisschen in den Gruppen sortieren. Und da kommuniziert man auch miteinander und sagt, was machen wir jetzt zuerst, dass wir nicht dir einander entgegentreiben, wo das Tier nicht weiss, ja, was wollen wir jetzt endlich, sollen wir jetzt hier durch oder hier durch. Also, dass man das ein bisschen koordiniert macht. Und da schon sieht, rechts zwei Tiere, die bleiben eh da. Die größere Schwierigkeit ist, dann die zugehörigen Kalben noch aus dem Mob rauszunehmen. Wo sich halt oft sich ein bisschen verstecken hinter den Kühen. Und dann muss man ab und zu wieder abmachen, ja, wo gehen wir durch? Treiben wir sie ob sie weg oder unten weg? Und Lena macht jetzt hier die erste, bringt die Bewegung. Es ist immer einfacher für ein Tier, wenn es frei laufen kann, weder wenn man es in eine stehende Härte drückt, dann ist dort ja kein Platz. Da ist vielleicht eine dominante Kuh hinten und dann kann sie an der nicht vorbei. Also muss man immer schauen, dass sie endlich in den Fluss kommen, in eine Bewegung aussen durch. Und dann kann man das nächste Tier nehmen. Dann kann man wieder eine aussortieren. Sagen, die bleibt hier. Und ja, am Anfang ist halt immer wichtig, Bewegung zu erzeugen. Und dann anfangen lenken. Jetzt sieht man hier, dass der Fluss reinkommt. Jetzt haben wir aber noch die ersten 3 Kühe, die wir hier draussen lassen wollten, aber noch 3 Kalben noch nicht, die hier noch in dieser Gruppe drin sind. Da ist ein bisschen Aufregung, wenn sie einander so rumschüpfen. Dann sind sie so ein bisschen gefordert oder ein bisschen genervt, dass man jetzt hier wieder mitmachen muss. Aber man muss da einfach kontinuierlich warten, bis eine kontinuierliche Bewegung reinkommt. Jetzt ist die da, jetzt treiben wir nicht hinter nach, säckeln nicht hinter nach, sondern bleiben stehen und lassen das geschehen. Und erst dann gehen wir wieder weiter und das erzeugt eigentlich die Entlastung. Wenn sie anfangen zu laufen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht einfach im Jagdmodus sind und treiben. Der Einstieg ist sicher die Offenheit, etwas Neues zu lernen
Und nachher halt einen Kurs machen und üben. Nach diesem Grundprinzip mit dieser Nähe und Distanz, Winkel und Timing, wo man aufs Tier zuläuft. Körperspannung gehört auch dazu. Dass man die einfach nachher beobachtet, wie die aufs Tier wirken und anhand von dem einfach fühlt, bis man immer die gewünschte Reaktion vom Tier überkommt auf die Aktion vom Mensch. Das Tier muss zurück, das führen. Und dann treibt man das auch so hin. Da ist jetzt der Schlag zu viel Druck. Das Tier will nicht um die Baumgruppe herum, sondern eigentlich zurück zur Mami, die schon unten ist. Und manchmal muss man einfach ja, halt wieder zurück und nochmal anfangen. Es ist ganz wichtig, dass man halt nicht das in das Fieber kommt, treiben, weil das kann die Situation explodieren und dann verstüben sie. Eben wie jetzt das sucht einfach einen Weg zurück und zwar energisch. Und das Kämpfen, das ist natürlich immer ein Mensch gegen Tier meistens chancenlos. Also dass man halt da zu viel Druck hat erzeugt. Da sieht man auch, die Reaktion ist so links, rechts tackeln und einfach durch. Und die, die ein dreist sind, die können auch einfach durch einen durchgehen. Also einem so wegmüpfen. Nicht angreifen, aber eben sagen, ich säckle jetzt so an dir vorbei, dass du vielleicht noch umgehst. Und dann muss man halt wieder anfangen. Das kleine Kalb links muss zurück zu der oberen Gruppe, die auf der Weide bleibt. Und dann ist es wieder gut, wenn die anderen stehen. Dann kann man das zurückbegleiten. Und auf dieser Seite wieder anfangen zu treiben. Und das ist jetzt natürlich schon anstrengend für die. Sie können nicht gerade zur Mami runter, sondern sie müssen zuerst um eine Baumgruppe herum. Und man sieht es hier gut, die Tiere, die hier bleiben, auf der Weide bleiben, die haben sich damit abgefunden. Die stehen hier mal einfach schön still und lassen das geschehen. Also machen das Tackling hier nicht mit diesen zwei, die so ein bisschen anstrengend sind. Man muss aber auch hier immer wieder einen Blick zurückwerfen und schauen, sind die noch am Stehen und warten. Und das sind halt damit mal schauen, was passiert, wenn man jetzt hier so ein bisschen aufmüpfig ist. Und da muss man einfach klar entschlossen sein, nein, geht nicht bei mir. Das ist noch eins, das aussortiert werden muss. Und jetzt sieht man, der Rest ist komplett. Und dann muss ich jetzt halt noch den Weg um den Baum herum machen. Und das ist ein bisschen anspruchsvoll. Darum tun sie also ein bisschen rumdrücken. Und wieder probieren durchzubrechen. Und da ist natürlich auch immer die Distanz wichtig. Wenn man zu nahe geht, hat man natürlich wenig Chancen, so eine Treibfunktion hinzubringen. Jetzt hilft das natürlich auch, dass die wieder zurücklaufen. Da ist die Gefahr jetzt, dass die sind auch gerade mitgekommen, also dass alles in Bewegung kommt. Und dann muss man da klar wieder denen sagen, nein, ihr bleibt hier. Stehen bleiben und warten. Und die restlichen dann wieder in eine Position bringen. Da sieht man, man tut sie drehen. Um sie nicht in die Vorwärtsbewegung hineinzubringen, dass sie, eigentlich, wenn man den Rücken zuwendet, gerade wieder anfangen laufen, sondern dass sie eigentlich wissen, oh nein, da ist nichts für mich. Da muss ich jetzt nicht mit. Der erste Erfolg sieht man, sobald man sich nicht gerade an die schwierigen Sachen wagt.
wie verladen oder so, sondern einfach mal ein Tier auf einer Weide oder in einem Laufhof in Bewegung zu bringen und auch wieder können anzuhalten, einmal rechts drehen, einmal links drehen. Und dann hat man schon die kleinsten Schritte gelöst und kann so weiterfahren. Und dann immer mehr an schwierige Methoden oder Taktiken nennen, was man mit den Tieren kann. Und was vielleicht auch wichtig ist, einfach mit den einfachen Tieren anfangen und nicht mit den büffeligen oder mit den ganz scheuchen. Beim Treiben auf der Strasse ist wichtig, dass jemand vorausläuft und jemand hinterher nach. Dann kann man sicherstellen, dass auch Tiere auf der Strasse in einem Treibmodus sind und nicht einfach lossäckeln können, wo dann auf der Strasse wieder rutschig sein kann und umgehen und Verletzungen davon ziehen. Also dass man halt da auch kontrolliert runterläuft, nämlich es wird nicht gesäckelt. Also die vordere Person hat die Aufgabe, eigentlich Tiere kontrolliert runterzubringen, dass sie nicht davon säckeln. Also auch immer wieder bremsen. Und die hinten sollten möglichst defensiv auf Distanz sein, weil wenn sie laufen, brauchen sie keinen Druck. Weil dann lernen sie, laufen, das ist entspannend, da wird man nicht bedrängt. Und die Hinteren tun eigentlich nur treiben, wenn der Fluss stockt. Und wenn man jetzt hier Druck hat gemacht und runtergejagt wäre, dann hätten sie unten so viel Adrenalin. Wenn hinterher nachher geheilt wäre, dass sie nachher unten zuerst mal Adrenalin abbauen müssen. Das können sie meistens in dem, was sie einander umschöpfen, bewegen, laufen, säckeln. Die engem Raum Aggression abbauen, durch einander umschöpfen. Und so hat man jetzt eigentlich Tiere, die da unten so sind, dass man gar nicht weiterarbeiten kann. Und man sieht auch hier, wenn die Tiere schmecken müssen, um einen engen Durchgang kennenzulernen, drücken wegnehmen, rückwärts laufen. Es gibt hinten keinen Druck, also kann das Tier einfacher vorwärts laufen. Und manchmal müssen sie halt schmecken und denken, was ist jetzt das? Das ist gestern nicht da gestanden oder ist jetzt etwas nicht mehr da, wo da ist. Und so kann man eigentlich immer durch Retour laufen, Situationen entschärfen. Und das ist halt gegen unseren Treibinstinkt. Und manchmal muss man das überwinden und halt mal einen Schritt retour gehen. Und man sieht auch hier wieder, es braucht zuerst Bewegung. Das ist egal, wenn das halt nicht laufen will, dann treibt man halt die anderen. Also auch wieder weitermachen, konzentrieren. Wir sind wieder am Arbeiten. Und wenn man sie jetzt zum Beispiel hinterher drückt, haben wir sie nachher einfacher in einer Vorwärtsbewegung. Und wir arbeiten vorgängig mit einem Buttbox-System. Da treiben wir drei Rinder in den Buttbox-Raum rein. Ein enger Raum, umfriedet, und haben den Ausgang dort, wo die Tiere rein sind. Und durch das haben wir als Einzelne, die dort arbeiten, die Möglichkeit, die Tiere einfach in den Treibgang hineinzuschicken. Und am Schluss wieder zutun und die nächsten Tiere holen. Bei dieser Arbeit sind wir 2 bis 3 Leute. Jemand, der in der Badbox arbeitet und Tiere schickt. Und jemand, der am Behandlungsstand fixiert, auftut oder durchlässt. Und jemand, der die Zwischenschiebtour bedient, dass man da immer 1-2 Tiere auf Lager hat. Dass der eigentlich am Behandlungsstand etwas machen muss, dass der nie auf ein Tier warten muss, dass die immer vorzukommen. Und so ist man hocheffizient, die Tiere sind ruhig und man hat so schnell die Arbeit erledigt, die man vorhat. Wir haben beim Stockmanship lernen, dass wir die Hände nicht einsetzen, die Stimme nicht einsetzen beim Arbeiten mit Tieren und auch keine Hilfsmittel wie Stock oder Belohnungen, Gudelis locken mit Futter, sondern dass das halt alles eigentlich kontraproduktiv ist für die doch einfache Arbeit mit Rindern, die aber auch jederzeit muss funktionieren, weil sonst ist es nicht effizient.